Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Phantom Doctrine. Wir sind ja immer noch in der Kampagne unterwegs, natürlich sind wir in der Kampagne unterwegs, wie sollte es anders sein? Und sind gerade dabei, ein Attentat zu planen auf den Fälscher vom in Havanna von Sonnenfleck. Aber wir können nochmal in Stockholm die Botschaft eben angreifen, wo V rumgammelt. So, du kannst eine Tarnung anziehen. Du kannst erstmal weg, dann nehmen wir auch noch Deadpan mit, unseren Hauptagenten. Der lieber eine 45er nehmen sollte, weil die mehr Schaden macht. Wenn wir schon in die Story-Mission reingehen, oder beziehungsweise in die Sondermission. So, nimm auch die M10. Obwohl, nee, nimm nicht die M10, die kannst du nämlich nicht mit einem Schalldämpfer ausrüsten. Ach komm, du bist so wohlhabend, du nimmst zwei 45er. Die eine mit Panzerbrechmunition, die andere mit Blutungsmunition. Und ein größeres Magazin. Der gute Herbert Krause. So. Das ist eine M10 mit Schalldämpfer. Das ist eine 76er mit Schalldämpfer, ist alles okay. Und du wechselst. Was hast du? Du hast eine 45er schon drin, alles klar. Ja, und dann bleibt halt nur die Estrella. Als Zweitwaffe. Und du nimmst keine Granate mit, sondern eigentlich solltest du lieber... Da haben wir ein Kit. Dietrich mitnehmen. Das wär's schon. Rein in die Mission. Der Angriff auf das Gefängnis in... Kaputt der Name, 1970 bekannt als Operation Elfenbeinküste, war doch kein Fehlschlag. Lamster behauptete, dass eine Gruppe Kriegsgefangener zwar freigelassen, aber in Einrichtungen der Verschwörung verlagert wurden. Vermutlich zur Gehirnwäsche. Darunter befand sich auch Wendehals. Alle Details lagern in der US-Botschaft in Stockholm. Wir können nur von Ost und West Unterstützung haben oder von Norden. Tja, da kommen wir eh nicht rein hier vom Westen. Aber wir haben ja eh zwei Leute drin. Search the ambassador's office in the archives for Swedish tax records, 1651 to 1700. You should also check the CIA section, top floor. Those maniacs read everything. Thanks, that's mighty helpful. Den Wachmann können wir ja wahrscheinlich erstmal in Ruhe lassen. So, Deadpan hat jetzt übrigens drei Bewegungen. Dafür sind die Bewegungen kürzer. Das finde ich aber ganz cool, weil man kann so besser vorschleichen. Wachposten können ihren Panzerwert eigenmächtig erhöhen. Are we done standing around? Ja, du bleibst ja erstmal nur stehen. Ups, Entschuldigung. Der Hund liegt hier so komisch unterm Tisch.
Can you make up your mind already? So, der Wachmann ist in die andere Richtung gelaufen, also können wir es deaktivieren. Ja, ja, rennt ruhig von A nach B. Oh, es gibt immer noch einen weiteren Kameradeaktivierungspunkt. Da scheinen die Akten zu liegen. Waiting on you. Na, wo soll der letzte sein? Der wurde nämlich bei der Aufklärung nicht aufgedeckt. Oh, Geheimakten für mich. Ach, da. Nee, das ist ein Schrank. Ach, da vorne. Das könnte eine gute Aufgabe für dich sein. Oder könnte ein Gegner drin sein? Tell me more about the POWs you recovered. What happened to them? Madness. One day, we rescue all those survivors. We tell them it'll be okay, even the Soviets. The next day, the suits arrive on site and take them all away. No explanation. This is madness. Madness? This is Sparta! I'm here. Warum bin ich den Weg da rechts nicht lang gegangen? Man weiß es nicht. Weil ich hier nach unten aufschießen könnte zu der jungen Dame. Das ist nur ein Zivilist. Den muss ich leider verprügeln. Im Raum war ich gestartet. Da hatte ja unser anderer Typ reingeschaut. Ich bin erstmal vorsichtig. Nicht, dass da einer drin ist. Der mich aufdecken kann. Na, aufdecken kann ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Lauf, Deadpan, lauf. Da sieht immer noch nichts, also wird da nichts drin sein.
schön. Ein Notfall-Dieselgenerator. Na komm, wir können von außen direkt zu den Akten hochkommen. Ich denke mal, im Aktenraum wird ein Gegner sein. Also irgendwo muss ja ein Agent sein. Du läufst jetzt zurück. Dann kann er nämlich hier in den Raum gehen und da die Truhe aufmachen, beziehungsweise den das Regal. Tender geht mal hier lang. Da ist Agent V. Die müssen sich erstmal bewegen. Oder ich muss diesen Raum stürmen. I'm here. Can you make up your mind already? Let's get this over with. Also bewegt haben sich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe unten die Zivilistenleiche liegen lassen. Das ist doch echt kacke. Da muss ich speichern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe keinen Blick auf die Leute da drin. Geht doch. Das habt ihr davon, Agent V. Hätte es keine andere Lösung gesehen. Es sollte keinen weiteren Agenten hier geben. Ja. Can you make up your mind already? Mach weg den Dreck. Wird einfach zersägt in den Schrank gelegt. Moment, du siehst einen. Ja.
Dann lass uns erstmal hier draußen umnieten. Die Zivilistin scheint nämlich erstmal stehen zu bleiben. Ah ne, jetzt läuft die zum Fenster. Naja. Macht nix. Gibt Schlimmeres. Was cooking? Hiya. Waiting on you. Kann bestimmt nur von unten fotografiert werden. Ob Tender schlecht gelaunt ist, weil die den ganzen Müll immer wegmachen muss. Love me tender, love me sweet. What is it this time? Nichts. Lieb wartet nur auf euch. Die schlimmste Aufgabe als Agent. Warten. Observieren. Und Nackenschmerzen. Der wird einfach in den Drucker geschmissen. In Aktenvernichtungsgerät, Stufe 1000. Brrr. Schon okay, der guckt nicht so weit. Ich mag dieses Konzept des Reinschleichens schon ganz gerne in dem Spiel. Aber es geht, das geht wirklich besser, finde ich. Von den Gameplay-Elementen. Vor allem, du hast halt nicht wirklich die Option, dich durchzuschießen. Wenn du entdeckt wirst, ist halt eigentlich vorbei. Dann hast du halt zwar ganz, ganz coole Waffen haben und auch alles töten, was kommt. Dann kommt halt der Luftangriff, der nervt dich. Und so weiter und so fort. Wundervoll. Let's get this over with. Da kannst du ihn nach vorne umhauen. Yeah. Und deine Kollegin haut den da unten um. TKB erhalten, sehr schön. Successful recovery of the document. Well done. Return to base ASAP. Wir sind auf dem Weg. Wir können mich übers Dach jetzt abhauen. Gott sei Dank. Ja. Exfil incoming. What is it this time? How did the report end up in Sweden, of all places? I was stationed here after the war. Had contact with this guy from the farm, Fender. Fender gave you the report? Yeah. He said they were on to him. But he'd made copies. I picked one up,
put in the tax book. You're actually pretty smart. Nice work. Yeah? Dum bum ba da bum. Die Charaktere zu besteuern war das Beste, was ich machen konnte. Man spart so viel Zeit. Es sieht zwar vielleicht ein bisschen lächerlich aus, aber darum geht's ja nicht. Es muss ja jetzt nicht total super toll an. Toll aussehen. Es geht ja hier eher um Gameplay. So, wir haben niemanden getötet, der nicht sterben sollte. Und haben unser Sekundärziel auch erfüllt und haben alles mitgenommen. Was willst du mehr? Wir konnten in die Botschaft eindringen und die Dokumente sicherstellen. Im Bericht steht, dass die Kriegsgefangenen aus Son Tai von unbestimmten Agenten befreit und zu einer unbekannten Anlage namens Brunnen gebracht wurden. Die Dokumente wurden teilweise geschwärzt. Es wird eine Weile dauern, bis wir herausgefunden haben, wo sich dieser Ort befindet. In Ost-Berlin. Geheimakte streng geheim. Ach, Lamster hat jetzt so gejoint. Geringere Wachsamkeit fürs Ausschalten. M12. So, ich kann mir doch direkt ins Labor bestimmt schicken und mit Drogen vollpumpen. Genau so. Von unseren Aktionen gegen die Beholder-Initiative inspiriert, entschloss sich Lamster, sein zurückgezogenes Leben an den Nagel zu hängen und sich aktiver in der Kabale zu engagieren. Er ist jetzt vollständig als Feldagent tätig. Damn, the report's altered. We're lucky it survived at all. Yeah, all the good bits are redacted. Nothing we can't handle. Um 220 landete Team Blue Boy im Hof und wurde in ein Feuergefecht mit dem Feind verwickelt, dem Hauptmann. Der Hauptmann kündigte den erwarteten Kriegsgefangenen mit einem Megafon unsere Ankunft an. Wir rückten zum Zellenblock vor und eliminierten alle Wachen, auf die wir trafen. Die meisten Zellenblocks waren leer, mit Ausnahme von Block D, aus dem das Team genau 17 Gefangene befreite. Ob Amerikaner oder nicht, unter den befreiten Gefangenen waren 3 Sowjets und 2 Israelis, ein weiblich, ein männlich. Eine vollständige Liste der Namen wurde in Anhang bei... wurde im Anhang A beigefügt. Und 245 wurden die Kriegsgefangenen und das Einsatzteam per Helikopter evakuiert. Wir landen um 430 wieder in Udon. Die Kriegsgefangenen wurden sofort von einem Agenten der Regierung in Gewahrsam genommen, der auf der Rollbahn wartete. Die Gefangenen und 2 Eskorten mit ausreichend hoher Sicherheitsfreigabe, Lamster und meine Wenigkeit, stiegen in eine TU-124 NATO-Code Cockpot und flogen Richtung Westen. Nach einigen Stopps zum Nachtanken, bei denen wir daran gehindert wurden, das Flugzeug zu verlassen, kamen wir auf einen Flugplatz außerhalb an. Dort wurden die Gefangenen in Lieferwagen verfrachtet und dem Regierungsagent zufolge zum Standort in den Brunnen gebracht. Das ist ja alles noch zu wenig. Patriot. Von den Titanen Pizzen bestellt und sie angeliefert hat. Massiver Zugewinn. Nicht nur mehr Agenten in Florida, nicht nur Faustfeuerwaffen und kugelsichere Westen, um die Waffen zu stoppen, die Zikaros auch von uns kaufen. Das bedeutet Schiffe der Küstenwache, Radartechnologie, Detektoren an Flughäfen, Computer, Abhörarchiv und so weiter. Ja, aber sind die Kartelle nicht zu zerfasert, um eine Produktion in einem solchen Ausmaß zu organisieren? Keine Sorge, da haben wir jemanden. Er ist äußerst ambitioniert. Bald wird Schwertkämpfer nach einem Augenblick der Erholung von Pablo betteln. Theorie der Verschwörung. Achso, wir haben jemanden drin im Fernmeldesystem.
Und Lamster, wie gefällt's dir bei uns? Bekommt jeder Drohung, der hier anfängt? Ja, ja. Das ist sowas wie der Aufnahme-Ritus. Unsere Agenten haben Sonnenflecks Geschäft erfolgreich gestört, indem sie den Kopf des Fälschers mit einem großkalibrigen Scharfschützengewehr entfernten. Da habt ihr echt Glück, dass gerade zwei nebenan sind, um das hier zu zerschlagen, die Aktion. Glaube ich, dem halt eine neue Identität. Das Problem ist immer, ich weiß nicht, wie der in dem Moment ausgerüstet ist. Deshalb opfere ich lieber die Identität, anstatt dass ich mich auf den Kampf einlasse mit den Leuten vor Ort. Aber wir sind jetzt am Ende unserer Zeit für heute von Phantom Doctrine. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht. Mit Abenteuer von Bibi und Blocksberg auf dem Reiterhof. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.